wieso spritzen Sie Luft in den Infusionsschlauch? Was soll das? Dann bekomme ich noch einen Herzinfarkt und keiner erfährt es. Lassen Sie sie los. Sie erzählen meinem Colonel, ich sei ein kranker alter Mann, dem nicht mehr zu trauen ist. Ich sagte nicht, dass... Sie geben ihm eine Waffe in die Hand, damit er sie gegen mich richtet. Doch die ist jetzt in Ihrer Hand. Ein rein praktischer Unterschied, kein moralischer. Wenn Sie mein Blut wollen, fangen Sie an. Es ist nicht so leicht, wenn man selbst Hand anlegt. Allison. Ich schätze, ich wollte nicht ihren Tod. Wenn Sie meine Frau noch einmal anfassen, trete ich Ihren Arsch bis auf die Straße raus, egal wer Sie sind. Ich habe ihr einen Gefallen getan. Ihr ihren wahren Charakter gezeigt. Sie ist ein besserer Mensch als Sie. Sie ist zu schwach. Sie handelt nicht nach ihrer Überzeugung. Dafür können Sie nichts. Die meisten sind so. So wie mein Berater, mein eigener Colonel. Alles, was Sie tun können, ist verhandeln und debattieren und Verträge machen. Sie sind Beschwichtiger, obwohl uns gleichzeitig Verräter und Mörder bedrohen. Sie sind überall die... Kakerlaken? Was werden Sie mit ihnen machen? Was ist für Sie ein Feind? Ist es vielleicht ein jüngerer Arzt, der scharf auf Ihren Job ist? In meiner Welt, Doktor, herrscht Krieg, Blutvergießen und Tod. Und das macht Sie zum Mann. Und Männer treffen Entscheidungen. Und Ihre lautet, Tausende von durchgedrehten Kindern loszuschicken, um ein ganzes Volk zu massakrieren. Stellen Sie mir keine Fragen, auf die Sie keine Antwort hören wollen. Ich habe Ihr Leben gerettet. Ich verdiene zu erfahren, was Sie planen. Was immer nötig ist, um mein Land zu beschützen. Sättigung nur noch 88. Ich gehe durch den Hauptbronchus in den rechten Oberlappen. Schaffen Sie die Leute hier raus. Nein! Schon okay. Blutung. Ich kauterisiere. Hast du's? Ja. Hol die Pedals. Ich gehe wieder rein. Was ist hier los? Eine Blutung in der Lunge. Defilett. Noch eine Blutung, die kriege ich. Warte. Da ist noch eine dritte. Eher ein Dutzend. Schocking. Achtung. Defilett. Geladen. Achtung. Wenn Sie sich zusammenrollen und heulen wollen, ist der Lounge-Sessel gemütlicher. Ich hatte die Medikation gewechselt. Ich dachte, ich läge falsch, setzte daher die Antimykotika ab und gab ihm Steroide, wie Sie gesagt hatten. Sie wissen, was das heißt. Ich kam zu spät. Oder hatte von Anfang an recht. Also umgebracht haben Sie ihn entweder durch zu wenig Vertrauen in die eigene Meinung oder auch zu langes Beharren auf der eigenen Meinung. Wenn Sie ähnlich ticken wie ich, und ich glaube, das tun Sie, sollten Sie das für sich abklären. Er liegt hinter Schloss und Riegel in der Pathologie. Seine Regierung verlangt durch ihre eigenen Ärzte eine Obduktion. Die Leiche wird morgen abgeholt. Ich hatte Sie nicht ohne Grund eingestellt. Sie kannten sich mal gut mit Schlössern aus. Ich war noch mal in der Pathologie, um den ANA-Test zu wiederholen.
Den hatten wir gemacht. Aber ich bin nicht reingekommen. Da steht einer vor der Tür. Aber ich habe das hier gesehen. Eine Eintragungsliste für den Zutritt. Da hast du unterschrieben. 9.45 Uhr heute Morgen. Das war kurz, bevor ihr den Test gemacht habt. Was wolltest du da? Eine Ambulanzfall nach Kontrolle. Welcher Fall? Ist das denn jetzt so wichtig? Eine der Patienten im Kühlraum war eine 70-jährige Frau mit Sklerodermie. Du und Cameron. Wenn ihr der Frau Blut abgenommen habt, wurde das Testergebnis verfälscht und ich habe die Baller wegen einer falschen Krankheit behandelt. Cameron weiß nichts von der Sache. Du elender Mistkerl! Er wollte sie töten. Alles, Sitibi. Jeden einzelnen von ihnen. Mich interessiert nicht, was er vorhatte. Der Mann kam zu uns und vertraute uns sein Leben an. All das Gute, das wir getan haben. Jedes Leben, das wir retteten. All das wäre bedeutungslos, wenn wir so jemanden einfach gehen lassen, damit er Hunderttausende umbringt. Sieh dir die Nachrichten an. Die Gemäßigten kommen ans Ruder. Es gibt Hoffnung auf Friedensgespräche. Wenn du der Welt erzählst, was ich da gemacht habe, wird die Bala zum Märtyrer. Und die Massaker beginnen. Wenn ich das hier vertusche, werde ich zu deinem Mittäter. Denkst du, du kannst mich damit reinziehen? Wenn die Cops mich abholen kommen, dann warne mich bitte. Damit ich es noch meiner Frau sagen kann. Chase. Denkst du wirklich, du kannst einen Menschen umbringen, ohne dabei die Konsequenzen zu tragen? Nein.